Nur 3% aller Erwachsenen schreiben sich ihre Ziele schriftlich auf. Dabei steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man seine Ziele erreicht, nur mit dem einfachen Niederschreiben schon um über 50%. Ja, du wirst zukünftig nicht mehr zu denen gehören, die sie nicht aufschreiben, weil du nutzt ja den Fokusplaner und dort schreibst du deine Ziele auf. Wo das genau alles passiert und wie du sie notierst, das erfährst du hier in diesem Video. Deine Jahresziele kannst du dir ganz prominent vorne direkt im linken Leporello links notieren. Also dort hast du sie immer im Blick. Platz für 6 Ziele auf keinen Fall mehr vornehmen, weil dann neigt man dazu, sich total zu verzetteln. 6 ist wirklich Maximum. Ich habe hier in diesem Beispiel mal 5 nur aufgeschrieben. Also ganz prominent, ganz vorne aufs Leporello, sodass sie immer im Blick hast. Aber dort natürlich nicht alleine werden sie notiert, auch auf dem Lesezeichen. Wie das Lesezeichen genau funktioniert, das erkläre ich in einem anderen Video. Aber auch hier siehst du, meine Ziele für das aktuelle Jahr schreibe ich hier auch immer nochmal auf. Also auf jedes Lesezeichen, jeden Monat, wenn ich das austausche, kommen immer auch nochmal die Jahresziele drauf. Durch das Aufschreiben verinnerliche ich nochmal. Ich hinterfrage nochmal, sind das wirklich meine Ziele? Ja, einmal im Monat. Und ich habe sie immer präsent, nämlich wenn ich jetzt hier im Jahreskalender, im Tageskalender unterwegs bin, dann habe ich immer mein Lesezeichen in der Hand und meine Ziele gucke ich mir immer an. Damit ich die Ziele auch erreiche, gibt es ja hier auch noch den Jahreskalender vorne im Leporello. Da ist ja das ganze Jahr drauf. Da trage ich mir so die großen Termine ein, wie Urlaube. Bei mir sind es noch die Workshops, also wo ich wirklich ganz wichtige große Termine habe. Die kommen hier alle mit rein. Natürlich auch die wichtigsten Geburtstage in meiner Familie. Und jetzt kann ich hingehen und die Ziele noch runterbrechen. Also ich breche mir für jeden Monat die Ziele nochmal runter. Nehme mir immer einen Fokus vor. Das kann zum Beispiel ein Lebenskonto, ein Lebensbereich sein, den ich verbessern möchte. Oder aber natürlich Business-Themen, wie ich sie hier in diesem Beispiel gebracht habe. Und dann setze ich mir 3 Ziele nochmal für den Monat. Und das sind dann runtergebrochene Ziele auf meine Jahresziele, was ich dann machen kann. Ich empfehle hier auch nicht, das Jahr voll zu planen oder die nächsten Monate, weil das ist alles viel zu agil, sondern hier wirklich nur für die nächsten 2-3 Monate das mal vorzuplanen. Und im Monatsreview, den ich hier auch nochmal in diesen Anleitungsvideos erkläre, überarbeite ich die nochmal. Also ganz wichtig, hier vorne werden sie notiert, auf dem Lesezeichen jeden Monat auch nochmal aufgeschrieben, hier die Ziele, Jahresziele und runtergebrochen hier im Jahreskalender.